Nein, nicht. Oder schon die Auffahrt zum Händler. Aber die Hälfte zum nach Krasnostav habe ich, glaube ich, schon. Sehr gut. So, gehe ich jetzt hin. Supermarkt, dann treffen wir uns. Muss mich eben nochmal ganz kurz hier orientieren. Orientiere dich mal. Es gibt hier sonst nichts, keine Baracken mehr. So eine Scheiße. Gut, dann komme ich wieder zurück nach Krasno. Stuff. Auf dem Airfield keine Baracken mehr. Nein, nur noch ein Tower. Baracken waren noch nie auf dem Nordost-Airfield. Meinst du die Gefängnisdinger? Ja, die große Baracke. Okay, das ist doof. Ah, ich sehe schon die ersten Häuser. Heute hat mir jetzt wieder einer gesagt, dass da die meisten Spieler der Sie und Epoch in minimalsten Grafikeinstellungen spielen, weil es dann kein Gras gibt, es gibt keine Bäume, es gibt keine Blätter. Und dann kann man viel weiter gucken. Ja, gewusst wie. Das finde ich ja schon schummeln. Das würde ich wohl nie machen. Meine, nachts mit Gamma ist was anderes. Das ist ja gut. Also mit Absicht die Grafik verringern, wo es auch so schön aussieht. Ich hoffe, bei Ja. H1Z1 machen sie das irgendwie anders. Das wäre schade. Ja, es wäre schade, wenn sie es nicht machen würden. So. So, ich sehe den Supermarkt. Ich laufe auf den Supermarkt zu. Ich betrete den Supermarkt jetzt. Was ist denn das? Was hast du gefunden? Schrot, Munition. Schrotmunition für die Schrotflinte. Ja. Cool. Ich habe heute noch eine tolle Nachricht. Wieder aus dem Bereich der Videospiele. Hi, bist du das? Ja, ich hätte dich schon dreimal abschießen können. Ja, schön, freut mich. Wieder gehört, und zwar Resident Evil 1, welches schon für den GameCube auferlegt wurde, portiert wurde, wird jetzt nochmal für die PlayStation 3, PlayStation 4 etc. mit neuer Grafik umgesetzt und es sieht richtig gut aus. Teil 1. Teil 1. Ui. Und es sieht richtig gut aus. Ich freue mich schon wirklich drauf. Ein Resident Evil, welches einfach wieder Spaß macht. Und nicht so ein, ja, nicht so ein Wischiwaschi Resident Evil wie 5 und 6. Tja, wo wir wieder beim Thema sind, Spiele waren früher schwerer. Wobei Wischiwaschi eher darauf ausgelegt, es war halt kein, hab schon mehrmals gesagt, ist ja kein Survival Horror mehr gewesen, kein Zombie Action, das war ja einfach nur ja, Call of Duty mit Monstern sozusagen. Wo hast du dich denn hinverzogen? Draußen bei der Bushalte, ich esse gerade. Aber ja. Komm mal zu mir. Schon beide hinter dir. Ja, ich hab was gedroppt. Seh dich nicht. Doch, ey, Quatsch, ich sehe dich. Was? Seh nicht das, was du gedroppt hast. Warte, ich geh gleich beiseite. Ja! Ist das wie die Munition dafür? Nee.
Das ist Hose-Munition, was du da hast. Echt? Gib her. Brauche ich. Oder sowas. Das, was ich habe, ist 5,56 mm. Tu mir mal einen Gefallen. Ja? Also, ich droppe mal zwei Dinge jetzt. Ja. Eine Pistole 1911 mit 45er ACP-Munition und ein Magazin 1911 mit 45er ACP. Guck mal, ob du das Magazin... Oh, ich habe schon rausgefunden. Da ist eine Kugel im Lauf. Muss ich erstmal kurz rausschießen. Jetzt weiß wenigstens mal jeder, dass wir hier sind. Ah, es passt rein. Jetzt habe ich endlich mal 7 Schuss im Lauf. hast du zufällig eine CR-75? Nein, ich habe nur Magnum-Munition. Die Munition brauche ich, Magnum. Waffe brauche ich. Ich habe doch eine CR-75. Hä? Moment, da ist auch eine Kugel noch drin. Ich mache noch ein bisschen Lärm. Oh, passt schon. Jawoll. Okay, jetzt habe ich noch 2 Mags für eine FN. Hast du eine FN für mich? Nein. Schade. Ich dachte, ich habe nur meine MA. Wunderbar, ich habe 2 Knarren jetzt. Jetzt kann man Leute umlegen. Den muss man gerade hier so ein bisschen... Wo wollen wir hin? Da wollen wir an die Küste? Warte mal ganz kurz. Auch einfach Munition. Ich würde mal schon, wenn ich mal Munition herbekommen würde. Ja, im Airfield... Was liegt denn da? Ach, da war schon. Airfield, da war jetzt nichts Gescheites gespawnt. Und da gibt es auch nur ein Gebäude jetzt. Wir müssen vielleicht mal nach Balota runter. Müsste man vielleicht zum anderen Airfield wieder. War man da nicht erst? Ah, da bin ich erschossen worden, ne? Ja. Ganz ehrlich, hätte ich einen Heli, würde ich mitkommen. Aber nochmal zu Fuß dahin. Ja, nach Balota müssen wir genauso weit laufen fast. Ja, aber da kommen wir wenigstens an Großstädten vorbei, wo es vielleicht ein bisschen Action gibt. In der Polizeistation waren Waffen, hast du gesagt? Ja, Schrotflinte und noch irgendeine alte. Mosin-Muni, wo hast du die hingelegt? Ja, die hab ich wieder hingelegt. Shit, hab ich ganz vergessen. Steaks liegen hier. Die hab ich auch da hingeschmissen. Ah, die muss man von Hand laden. Das ist ja dämlich. Ja. Aber 5 Schuss passen rein. Ja. So, auf geht's. Gehen wir Querfeld ein oder Straße? Aperenzino. Einfach Richtung Küste. Müssen wir nicht unbedingt nach Aperenzino. Das Todesschiff. Nein, never. Willst du wieder tot sehen, oder? Nein. Was nichts, was ich brauche. Du hast doch was, was ich brauche. So, das ist also das Airfield. Echt schrecklich gemacht. Was ist schrecklich gemacht? Airfield. Warum läufst du echt mit gezogener Waffe schneller als ich? Weil ich ein Hacker bin. Schieß dich gleich mal. Du hast keine Waffe gezogen. Soll ich gleich nachholen? Toll. Ohne Waffe bin ich langsamer wie du. Ich hol sie lieber wieder raus. War nicht irgendwas, wenn man so läuft, ist man noch schneller? Ich hol dich locker ein, jetzt endlich. Was heißt, jetzt hättest du in die Hosen geschissen. Ah. Da holte ich gerade jemand ein. Du kannst nicht mal kreuzweise. Warte mal, ich hol die 1911 raus. Alter! Hilfe, der stirbt nicht! Warte, ich hol die andere Knarre raus, die ich habe. Auf, da kommt noch einer. Nein! Alter, was ist mit denen los? Ich muss mich verbinden. Jetzt rutschen sie den Abhang runter. Und ihr auch?
Oh. Okay, jetzt muss ich erstmal die Knarren nachladen. Moment. Ich brauche eine zweite Knarre dringend irgendwo her, bald. Okay, das sind die kleinen, davon habe ich hier noch welche. Das war was? Ach, ACP. Okay, ich bin soweit. Na! Blut ich muss wieder verbinden. Wo kommen wir nie an? Da rutscht auch wieder runter, guck das mal an. Cool. Ist er weg. Ach, das ist die neue Ragdoll-Physik, haben sie eingebaut. Ah, ich habe keine Muni mehr für die Knarre, verdammt. Ah, wieder einer. Da oben ist noch was. So. Haben die jetzt eigentlich auch schon Loot? Ach, schade. So schnell weg, bevor noch mehr kommen. Ah, ich bin rausgetappt. So, und weiter geht's. Laufen wir eigentlich gerade richtig? Naja, wir müssen gleich irgendwo querfeld ein. Aber jetzt noch nicht. Aber es ist gut, dass wir nach Berenzino laufen. Warte mal, ich will gerade zu den Sonnenblumen hier gehen, ob man hier irgendwas machen kann. Kannst du essen, nee, Öl schade. Draus pressen. In Epoch kannst du wohl daraus irgendwas gewinnen. Hä? Ich habe noch nie Sonnenblumen in Epoch gesehen. Auch Tony hat es mir gezeigt. Da ist schon wieder ein Zombie. Ach, jetzt ist aber gut. Aber jetzt mache ich das ein bisschen stylischer, pass auf. Meine Fresse, der ist weg. Super, du hast sie verschwinden lassen. Ich sagte, ich mach's stylischer. Sie weggebeamt. Desintegriert. Ich habe ihn gegessen. Du bist echt ekelhaft, das ist so alles. Wenn ich Hunger hab. Ah, kommt noch einer. Nein. Lauf, lauf, lauf. Laufe schon längst. Warum bleibt er immer stehen, wenn er seine Knarre wegsteckt? Machst du das nicht? Nein, wenn ich meine Knarre wegstecke, laufe ich weiter. Ich habe das Gefühl, die haben ja alles geändert. Hier sind so viele Büsche weg und alles. Also ich kenne die Büsche jetzt alle hier nicht so sehr. Aber eigentlich Wald. Gehen wir halt jetzt hier lang. Oh, er ist weg. Ach, da ist er. Oh, ein See. Lass ihn mir eben trinken. Der ist doch hinter dir her. Er kommt. Aha. Ah nein, er hört nicht auf zu trinken. Lauf doch! Oh ja, trink gemütlich hier die Brühe. Jetzt. Ich bin übrigens komplett nass jetzt. Aber wenn es so weitergeht, habe ich im Berenzino keine Munition mehr. Und ich blute schon wieder. Oh, und ich habe dich aus den Augen verloren. Ehrlich? Ich bin direkt vor dir. Was? Jetzt bist du gerade links von mir. Guck mal nach rechts. Hinter dir jetzt, hinter dir. Ach, da. Hallo. Ich hab dich gerade gesehen, aber guck gerade nach hinten. So, wo war das? Gehst du hin? Da lang. Gut, dass du dich hier im Wald überall auskennst. Minenstein. Wie ein Schlaftier. Schlaftier, wie heißen die? Faultier. Ein Schlaftier. Ein Schlaftier. Okay. Nennen wir es Relaxo. Ich glaube, dann kriegst du Ärger von Nintendo. Verdammt,